Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. So, also ich habe in der letzten Folge noch gefragt, ob ich ihn töten soll oder nicht. Da hat aber nur jemand darauf geantwortet. Von dem her gehe ich auf die eine Person ein und werde ihn töten. Mein Freund. Macht, was ihr wollt. Cicero gibt auf. Letztlich wird Cities über uns beide richten. Ja. Es wird ein kalter Tod. Mein Freund, gute Reise. Meins. Ich nehme seine Klamotten mal mit. Um 20% bessere Preise. Das ist schön. Träger kann sich lautlos bewegen. Ja. Ich lass dir mal deinen Frieden da drin. Und wir gehen. Wir gehen. Mission completed. So. Dann würde ich mal sagen, wir reisen zurück. Und übergeben die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft des Todes. Naja. Und es lädt so lange. Moment kurz. Sieht schon geil aus. Gut, wir reisen zurück ins Versteck. Wenn Feinde in der Nähe sind, wo ist denn ein Feind? Ich sehe keinen Feind. Kann ich jetzt reisen? Theoretisch ja. Ups. Und los, dunkle Bruderschaft. Ich komme zurück. Let's go. So. Es lädt so viel. Es lädt so viel. Schade. Aber naja. So ist es halt. Auf der Xbox. Kann ich das jetzt mitnehmen? Darf ich? So, Astrid. Arnbjorn ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber was ist mit den Verrückten? Ist Cicero tot? Ja, Cicero ist tot. Wow. Ich habe gar nicht geklickt. Was ist los? Egal. Gut, und wie lautet meine nächste Aufgabe? Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört? Sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen
und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Gut. Dann tue ich das. Wo ist Festus? Heißt er so? Ja, aber... Dankeschön. Also... Wo ist er? Wer ist es? Da seid ihr ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, hm? Also kommen wir zum Geschäftlichen. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Dass ich ihn umbringen und seine Identität annehmen soll? Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Ich schweige mal. Wisst ihr, vielleicht habe ich mich doch in euch geirrt. Wer so klug ist, den Mund zu halten und zuzuhören, kann nicht ganz so übel sein. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert, seht doch. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markarth aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Dieser Anton Viran kennt die wahre Identität des Feinschmeckers. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Gut. Ach ja. Und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Man soll immer hinter sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Sicher, Festus. Bitte fahrt fort. Nein! Ich klicke doch nicht. Verdammt nochmal. Es spammt einfach durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Könnte das der Player sein? Nee, ist alles okay. Na gut, dann gehen wir den Koch töten. Das wird wieder ein Spaß. Meine Bodyguards töten ihn und ich muss wieder Geld zahlen. Ich werde noch arm wegen der dunklen Bruderschaft. Ein armer, armer Mann. Aber gut, das will ich machen. Ich bin ja kein Dieb, ich bin ja kein Schleicher, ich bin kein Assassine, ich bin ein Magier. Tja. Und es lädt die ganze Zeit. Also mal gucken, was wir noch haben. Festung Unterstein. Wir gehen da mal hin und gucken. So ist es gerne im Zeichen. Falsch rum. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange Skyrim mich noch packt. Es könnte sein, dass ich das mit der dunklen Bruderschaft noch beende. Und dass ich dann einen Schlussstrich ziehe für Skyrim. Dass ich mich dann anderen Let's Plays widme. Weil um ganz ehrlich zu sein, langsam ist die Luft ein bisschen raus nach 129 Folgen. Einfach, dass ich das mal angekündigt habe. Aber mal schauen. Vielleicht packt's mich ja wieder. Je nachdem. Also. Anton Viran. Ja, zum 100. Male. Ich bin Bretone. Ich wurde in Hochfels geboren und dann bin ich hierher gekommen. Ich komme nicht aus Reach. Okay, ich schweige mal. Der Feinschmecker, wer
ist es? Wo ist er? Der Feinschmecker? Keine Chance. Ich weiß nicht, was euch hierher geführt hat, aber ich werde das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Ich nehme das Geheimnis der Identität des Feinschmeckers mit ins Grab. Für die dunkle Bruderschaft. Das lässt sich leicht einrichten. Die dunkle Bruderschaft? Jetzt wartet doch mal, nicht so hastig. Mein Freund würde doch sicher nicht von mir verlangen, mein Leben in Gefahr zu bringen. Oder? Also, sein Name ist Balagok Gronolob. Er ist ein Ork. Der Feinschmecker ist ein Ork. Er ist im Gasthaus zum Nachttor. Mehr weiß ich nicht. Und jetzt lasst ihr mich gehen, oder? Aber natürlich, Anton. Habt Dank. Gut, in Ordnung. Wunderbar. Gern geschehen. Dann mache ich mich mal auf. Das ist nicht gut. Ihr bewacht mal die Tür. Und ihr solltet lieber rausgehen hier. Verschwinde. Los. Ich sagte, verschwinde. Das gleiche gilt für dich. Verpiss dich. Los. Raus! Ich sagte raus. Du musst gar nicht erst reinkommen. Liebe Lady, verschwinden Sie von hier. Tja, na dann. Komm schon, bleib stehen. Ich will doch nur das Messer in deinen Bauch rammen. Töte den Jungs. Oh, das nimmt kein gutes Ende, wenn er rausflieht. Ah. Nein. Nein. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Ja. Passt schon. Oh. In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sydner-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Was? Wann komme ich hier raus? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. Na super. Das heißt, ich komme hier nicht einfach so raus. Und jetzt? Habe ich so das Gefühl, ich kann nichts mehr machen? Ich komme hier nicht. Willst du die Tür für mich nicht öffnen? Oder ihr? Hallo? Ich warte mal eine Stunde. Okay, das nützt alles nichts.
Gut, ich würde mal sagen, ich mache es so, ich mache hier einen Cut. Ist zwar eine ganz kurze Folge, aber die Xbox hat sich wohl wieder aufgehängt und ich muss dann nochmal neu starten. Von dem her sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ich freue mich drauf. Bis dann.